So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und es ist wieder mal soweit. Ich möchte wieder mal Danke sagen, danke an euren Support, danke an eure Unterstützung, danke an jeden Abonnenten, danke an jeden Spender, an jeden Donator, an jeden Supporter, wie gesagt, und ein ganz besonderes Dank und deshalb auch dieses Video an die Mitglieder von diesem Kanal. Ich habe schon immer gesagt, ich möchte nicht so jemand sein, der seine Sachen versteckt in den Mitgliedschaften, so nach dem Motto, wir machen Streams, aber man kann nur in den Chat schreiben, wenn man Mitglied ist. Sowas gibt's auch. Ich möchte, dass jeder die Möglichkeit hat, im Chat zu schreiben und Fragen zu stellen und dabei zu sein, ohne dass er dafür Geld bezahlt. Andere würden das so schalten, okay, wer was fragen will, muss Mitglied sein, dann habe ich meine Ruhe, dann sind weniger Leute da, aber die da sind, die bezahlen dafür und dann zack, machen manche vielleicht Mitgliedschaften, weil sie geködert werden dadurch, dass sie da, auch dabei sein möchten. Ich möchte aber so gut wie es geht eigentlich erreichbar sein und öffentlich sein und für jeden erschwinglich. Die Mitgliedschaften sollen sich immer darauf berufen, wenn jemand freiwillig von sich aus sagt, ich finde das alles total toll und das gefällt mir alles hier sehr gut, ich möchte diesen Jungen unterstützen, der seinen Traum lebt oder sowas, dann sollte das so sein und nicht, weil man unbedingt irgendwas dafür bekommt. Die meisten sagen, warum, wir bekommen doch was, tägliche Videos, eine tolle Zeit mit dir, Einblicke in dein Leben, Unterhaltung, Humor, Witz, Challenges, Action, Stunts, Hilfe, ein nettes Dasein, eine tolle Community mit vielen tollen Leuten, wo die Leute sich untereinander anfreunden, kennenlernen, treffen, zueinander finden, das ohne den Kanal nicht möglich gewesen wäre vielleicht. Und wenn die Leute sagen, so, und dann denke ich mir, okay, das klingt alles total gut und total vernünftig. Trotzdem ist ja nicht jeder Mitglied. Und ich möchte euch jetzt das Besondere vorstellen. Es ist nämlich passiert, es gibt verschiedene Stufen von der Laufzeit, wie lange man dabei ist. Und es ist passiert, die ersten Mitglieder haben die 2 Jahre erreicht. Man kann ja, wenn man komplett neu dabei ist, ist man ja ein Raubpi. Man ist nach einer Zeit von... Ich kann es euch jetzt gar nicht. Ich hätte es hier mal drauf machen müssen. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich diese Übersicht finde, wo ich weiß, wo das steht. Diese Übersicht hier habe ich gesucht. Und jetzt habe ich es komplett verkackt. Normalerweise hätte ich das als One-Take einfach aufgenommen und hochgeladen. Jetzt muss ich die Aufnahme abbrechen, weil ich es nicht gefunden habe und so viel rumgemehrt wurde, sodass ich jetzt dann 2 Takes habe und dann muss ich die hier zusammen schneiden. Brauche ich wieder 3 Jahre mit exportieren, allen drum und dran. Oh, dabei wäre es so einfach gewesen. Diese Übersicht hier habe ich aber gesucht. Da steht nämlich alles drin nochmal. Logos für treue Fans neben dem Nutzernamen in den Kommentaren im Live-Chat. Logo für Neumitglieder ist eben dieses Raupi. 1 Monat Mitgliedschaft werdet ihr dann zum Safcon. Ihr entwickelt euch. Nach 2 Monaten werdet ihr Smetbo. Nach 6 Monaten werdet ihr Shiny Raupi. Nach 12 Monaten werdet ihr Shiny Safcon und nach 24 Monaten werdet ihr Shiny Smetbo. Leider sieht man hier jetzt so extrem den Unterschied nicht zwischen Smetbo und Shiny Smetbo, das ist halt alles klein. Bei Raupi und bei Safcon hat man das deutlich gesehen und jetzt ist es wirklich passiert, dass eben fünf Leute, die ersten Leute, 24 Monate Mitgliedschaft erreicht haben. Das ist ein besonderer Meilenstein, deswegen Grund für mich, dieses Video nochmal zu machen. Ich möchte auch jetzt hier rüber auf diese Übersichtsseite und dann seht ihr hier, welche Leute das sind. Wer hat es geschafft, wirklich 2 Jahre lang Mitglied zu sein auf diesem Kanal? Und an allererster Stelle ganz vorne dran steht Biala vom Main. Er war auch der allererste, der das geschafft hat. Ich glaube, er war der allererste, der damals eine Mitgliedschaft gemacht hat. Und auch der erste, der deswegen jetzt also diese 2 Jahre erreicht hat. Das ist jetzt schon ein paar Tage auch drüber. Ihr seht auch sein aktuelles Level. Er ist Relaxo. Ja? Da gibt es ja nicht nur nämlich die Dauer der Mitgliedschaften, sondern die Wertigkeit der Mitgliedschaft, dass ihr da Raupi, Shiny Raupi, Relaxo, Shiny Relaxo und Shiny Mewtwo abschließen könnt. Was dann eben andere Beträge sind, die man als Mitglied an sich supportet oder zahlt. Biala ist also ein Relaxo.
Julchen ist auch am Start, ist auch ein Relaxo. Thomas Speck ist am Start als Raupi. Karin Karisima ist am Start als Raupi. Hannes der Dicke ist am Start als Shiny Relaxo. Das sind die Level in der Mitgliedschaft. Also zweimal Relaxo, zweimal Raupi, einmal Shiny Relaxo. Insgesamt sind alle aber 24 Monate Mitglied. Ihr seht, eigentlich sind das sogar Animationen, das sind kleine GIFs, denn dieses Smetbo hier mit seinen Flügeln, das wedelt hin und her, das bewegt sich, das ist total auffällig. Das Safcon bewegt sich eigentlich auch, aber so unscheinbar, dass das den meisten gar nicht auffällt. Diese fünf Leute sind was ganz Besonderes. Kennt ihr die alle? Kennt ihr jemanden nicht? Wisst ihr, wer die alle sind? Ja, ich finde es richtig genial. Dankeschön dafür. 24 Monate Mitgliedschaft auf diesem Kanal. Das muss gefeiert werden. Ich möchte aber auch trotzdem nochmal die Übersicht mir weiter anschauen, wer noch alles momentan auch Mitglied ist, noch Mitglied ist oder wieder Mitglied geworden ist oder wer auch ganz neu dabei ist und mal die einzelnen Stufen mir durchgucken. Insgesamt sind wir nämlich jetzt bei 136 Mitgliedern. Ihr könnt mal wieder vergleichen, wir haben das letztens schon gemacht, jetzt auch wieder, wen ihr davon kennt, wen nicht. Oder wo ihr sagt, ach der stimmt, den haben wir aber schon 100 Jahre gar nicht mehr gesehen, wo ist der denn? Oder wer sich reingeschlichen hat, unbemerkt, das muss ja nicht immer im Stream sein, dass Mitgliedschaften abgeschlossen werden. Das kann auch so mal passieren. Also, angeführt nochmal, Biala von Main, Julchen Feechen, Thomas Speck, Karin Karisima, Hannes der Dicke, das sind die Top-Leader mit 24 Monaten. Dicht gefolgt von The Skandalpara, Michelle Drexler, Otakon 76, Riese 02, Markus Schiefer, Nightmare 5728, die haben nämlich alle 23 Monate, das heißt, noch ein Monat, dann haben die auch das Shiny Smetbo erreicht. Weiter geht's dann hier mit Borki 2507, Bisa-Fan Enzo, die haben 22 Monate auf dem Buckel. Dann haben wir Naturin schon wieder dran, 21 Monate. Thomas Rote, Flutty Burbs and More, Lost Florian, Sturm 111, Shenlong 90, Sarina, alle auch 21 Monate. Dann kommen wir zu den 20 Monaten. Kulidita, Pokémon Go Player, Genaya, Flexman 09, Servus und habe die Ehre, Daniel Chevy, Pilmorix. Aber schon den ersten Kandidat, wo ich denke, hä, ich noch nie gehört. Hat er seinen Namen geändert? Hieß er mal anders. Wer ist denn bitteschön Pilmorix? Noch nie gehört. Wer ist das? Paula 889, auch 20 Monate. Das waren alle 20er. Dann geht's weiter mit 19 Monate. Irgendwann muss ich doch mal die Seite umblättern, oder? 19 Monate. Tiso, Ia Leschen, Deni 2610, Meli Schrei, Regman, Bobamo YouTube, Andreas 007, Big D, Busa, Ich Bin's, Agnologia TV, Birgit Klaassen, Azubi the Postman, das sind alles 19 Monate Mitgliedschaften. Das sind auch Leute. Wer ist Regman? Regman? Big D? Also. Sind auch. Kennt ihr die? Ich habe keine Ahnung. 18 Monate geht's dann weiter bei Amikosi, Specky 0507, Kajing, Olli S. Sieht man regelmäßig in den Streams, also wie gesagt, viele siehst du, aber es gibt Leute, die siehst du nicht. Gibt es wirklich Fälle, die vielleicht mal das gemacht haben und haben gar nicht gemerkt, dass sich das verlängert, sind einfach ewig drin, obwohl sie schon seit 300 Jahren nicht mehr da sind, wird es wahrscheinlich auch geben. Dann 17 Monate, Marco S, Tobi 24, Sören Löffler, Manuela Hartmann, 17 Monate, weiter mit 16 Monaten, haben wir nur einen, und zwar Krypto Michi.
Grüße gehen raus. Dann haben wir 15 Monate. Henry Herfurt, Kaninchen 20b. Ist das jetzt die Klasse gleich dabei? Kaninchen aus der 20b. Das ist aber eine starke Klasse. Tim Killer TV, Skyline ESG-Rot. Richtig tolle Namen. Dann haben wir statt 15 Monate 14 Monate bei Eier aus HD. Steht ganz alleine bei 14 Monaten. 13 Monate Jan Lehmann oder King Hammer. Er hat den Namen immer weiter gesponnen. Fangnick 77. Dann haben wir 12 Monate Olaf Marx, Magis Gott, Matze Nordland, Toxic 1900, Fadi Köbür. 11 Monate haben wir Jens Z, Sven Günther, Joachim Hubrick, Simone Sabrowski, neues Geld, Zockermeid, Gossi, 22 Michel 12, Fox Cookie, Eiskorb Jens. Dann haben wir 10 Monate Sani und Luigi Sarada. Dann haben wir 9 Monate der Bo, Fake Crazy Gamer, Heigo Kurowski, Maus Wolle 120. Dann haben wir 8 Monate Patsch, Bierschanger, Brezel Queen. Wenn ich die jetzt so untereinander sehe, die Bierschanger und die Brezel Queen, das könnten auch Schwestern sein, ja? Weiterhin 8 Monate China Tom, Air Combat Devil Duck. Dann 7 Monate ich mit dem langen. War ja eigentlich immer ich mit dem langen Safcon, mittlerweile ist es ich mit dem langen Shiny Raupi. Ich mit dem langen Gothic 66. Lisa, oh, jetzt habe ich mich schon wieder auf die Zunge gebissen. Lisa, das heißt übrigens der Hund von Sandra, den keiner kennt, weil die ja immer nur alle nur Molly kennen. Ja, Sandra hat einen Hund, ne? Der heißt Lisa. 7 Monate, ich fange nochmal an, 7 Monate, ich mit dem langen Gothic 66, Lisa 287, Markus Wetter, dann 6 Monate, Minecraft 24, Sucht oder Sucht? Suchst du was oder ist das eine Sucht nach Minecraft? Der Name sagt mir auch nichts. Ist aber schon 6 Monate wieder dabei? Dann, außerdem 6 Monate, Jakob-NPE, nope, NPE, Robert Possin, Mystery Box, sage ich immer. Kann ich nämlich auch nicht lesen, was das hinten heißt. Knutlina 87. 5 Monate ganz alleine der Maisfelder 3. Das 5-monatige Maisfeld. Dann haben wir 4 Monate Dole Pi, Steffen Wittke, SL, Mark Niemals, Karl Zipfelbart, Pascal Schleicher, Mick Juli Bar. Dann haben wir 3 Monate Klotzi. Da seht ihr auch schon, da sind schon die flatternden Smetbos am Start. Ich muss aber umschalten. Klotzi, Ripgilo, Andy Project, Klaus Gaxgeri. Moment, hier muss ich mal groß drauf machen, dass man den Namen richtig hat. Klausi, Gag, Kiss, Gerissen, die Jüngier. Mit einem Short-Video. Drücke ich jetzt mal drauf. Hi, ist Jana, du, ey, Liebe. Hi, ist Jana, du, ey. Das freut mich aber über deine 3-monatige Mitgliedschaft. Da
das nie im Leben geht das mit rechten Dingen zu. Da hat wohl hier jemand bei der Mutter am Handy irgendwas angedrückt und jetzt hat die dann ein Abo und weiß nichts davon. Das sind die Ramses-Fans, das ist ganz besonders. Weiterhin 3 Monate, Lennart, Sondengänger, Pokehunter. Dann haben wir 2 Monate, Steven, Markus Heinge, Ricardo Brock, Donkey94, Mr. Hassini, Andreas Alles, Bazooka187, CRR. Dann kommt 1 Monat, Lostlift, Kauderwelsch, Janosch Weigelt, Van Cleef, Hopfenschnitzel, Jakbudi und dann unter 1 Monat, jetzt die restlichen 27 Tage, Nilsnes, Torte FN, Jan, Luke Stinkt. Das könnten alle welche gewesen sein, die exklusiv für das eine Gewinnspiel zusätzlich eine Mitgliedschaft erworben haben, die ja 1 Monat läuft. Aber nach dem Monat ist sie ja weg. Die dürften also nicht den 1 Monat erreichen, außer sie verlängern. Ich glaube, die fallen alle weg, die alle zur gleichen Zeit hier gemacht haben. Mal gucken, ob man Nilsnes, Torte, Jan oder Luke Stinkt noch sehen. Wenn das um ist, obwohl Nilsnes hat ja sogar, ist ja eigentlich auf Shiny Raupi gegangen. Das ist mehr als sein muss. Alle anderen haben eine Raupi-Stufe. Kann auch sein, da steckt mehr dahinter. Tue ich schon wieder Unrecht, die Leute hier niedermachen. Dann haben wir 26 Tage. Valadin 125. NetGhost 79. Miroslava Achatz. Kai Kias, auch 26 Tage, 21 Tage Andrigora, 19 Tage My Favorite Pokémon, jetzt müssen wir mal gucken, wie das weitergeht, steht da noch was? My Favorite Pokémon ist Snorlax, das sind 19 Tage, so. Dann haben wir 17 Tage Timo Rüger, 15 Tage Shisui, 14 Tage Aaron 18, auch 14 Tage Gurkenbrot 321, 13 Tage Patrick Meyer, 12 Tage Theo Lachmund und der frischeste 2 Tage lang Mitglied Rote Frucht als Shiny Raupi. Jenna hat letztens ja in einem Stream auch mal Kanalmitgliedschaften verschenkt, das geht ja auch. Man kann ja zum Beispiel spenden, sagen wir mal 5 Euro, man kann auch 25 Euro spenden und man kann jetzt auch Kanalmitgliedschaften irgendwie verschenken. Die System haben wir aber immer noch nicht gecheckt, wie das überhaupt funktioniert. Sie hat einmal nämlich 25 Euro ausgewählt, dass das 5 Kanalmitgliedschaften sind für jeweils 5 Euro, sodass sie auf die 25 Euro kommt, hat die gekauft und die wurden im Stream dann einfach random irgendwelchen Leuten zugeschoben. Da stand plötzlich, der ist jetzt Mitglied, der ist jetzt Mitglied, der ist jetzt Mitglied und die, was, ich habe gar nichts gemacht, weil das verteilt wurde an die Leute. Damals ist Casto auch Mitglied geworden, nach dem Monat ist er kein Mitglied mehr, weil es ausgelaufen ist. Jenna hat in einem anderen Stream letztens auch wieder das gemacht und hat 5 Mitgliedschaften gekauft und verteilt im Stream. Finde ich immer sehr genial, wenn sie das macht und es ist immer sehr interessant, welche Leute es trifft und dass die Leute sind übelst glücklich und dankbar dafür. Aber beim letzten Mal hat das gar nicht geklappt. Sie hat es gekauft, es stand da, aber es stand nicht da, dass irgendjemand Mitglied geworden ist dadurch. Hier siehst du auch nichts. Denn die anderen Sachen sind hier 12 Tage her, das ist zu lang. Das kann niemand von da sein und Rote Frucht ist einer, ganz alleine, aber nach diesem Stream dann gewesen. Wo sind also diese Mitgliedschaften hin, die sie verschenkt hat? Wer ist jetzt schuld? Wer hat das verschlungen? Was ist da wieder? Ich blick da nicht durch. Das sind auf jeden Fall alle 136 Mitglieder, die momentan da sind, geordnet nochmal, ne? Biala, Julchen, Thomas, Karin, Hannes sind die fettesten 24 Monate. Danke an jeden. Ja, ich kann es verstehen, wenn welche kommen und wieder gehen. Ist halt so. Ihr habt ja auch nichts davon. Wenn ihr weniger spielt oder weniger Zeit habt auf dem Kanal, dann alles kann, nichts muss. Aber wenn man sieht, die Leute, die am längsten dabei sind, sind auch die, die wirklich fast in jedem Stream zu sehen sind.
oder die im Kommentarbereich bei den Videos immer auffällig sind, die man auch am längsten schon in der Freundschaftsliste dann bei Pokémon Go drin hat, die also wirklich das alles verfolgen, das Pokémon selber zocken, den Kanal verfolgen, mich verfolgen als Mensch, ich muss mich immer rumdrehen, ich fühle mich immer verfolgt. Danke also dafür und boah, ich schneide das jetzt raus. Das kommt auch dann online, wenn ich nicht da bin. Ansonsten bis dahin, bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Schade, dass jetzt nichts mehr weiterkommt. Also man kann dann irgendwann mal gucken, wenn 4 Jahre um sind, wer dann noch da ist. Aber bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.